It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum aktuellen Knife Giveaway. In den letzten paar Streams und auch Videos habe ich schon davon erzählt. Heute ist es da. Das Teil hat eine Trade-Sperre gehabt und konnte deswegen auch noch nicht auf meinen Account übertragen werden. Aber wie gesagt, ab heute war es available. Ich habe es mir direkt rübergezogen und habe auch damit jetzt im Hintergrund gespielt. Also das Stat-Track Flip Knife Rust Code. Ziemlich geiles Teil. Schicker Lagik. Mua! Das Teil geht am 10. raus. Ich hätte zwar erst den 7. angedacht, aber da es jetzt heute erst überhaupt angekommen ist und ich es auch erst zeigen konnte und später im Stream auch das erste Mal dann erst zeigen kann, Lirum Larum, ne? Bis zum 10.05. geht dieses Giveaway also. Die ganze Geschichte ist natürlich wieder in Kooperation mit... eurem Partner, wenn es darum geht, Skins für echtes Geld zu kaufen oder zu verkaufen. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Nicht nur Skins, sondern auch Schlüssel könnt ihr da kaufen. Und hast du nicht gesehen, guckt halt mal vorbei. Der Link ist in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Wenn ihr euch da anmeldet, erstmalig über meinen Link oder mit meinem Codewort Bubbler, dann seid ihr bei mich gepartnert. Wenn ihr euch einfach so anmeldet, nicht. Und soweit ich weiß, geht der Link dann auch, der bringt dann nichts mehr. Also es geht nur am Anfang. Dieses Giveaway ist ein reines Livestream-Giveaway. Also das findet nur in den Livestreams statt. Nur da kann man eben dafür mit am Start sein, um daran teilzuhaben. Die Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr, also heute auch. Heute ist ja Donnerstag und gleich ist Livestream um 18 Uhr, ja. Und jeden Freitag um 22 Uhr. Also 3 Streams die Woche. In jedem dieser Streams gibt es auch Giveaways. Die Giveaways, die zu jedem Stream stattfinden, setzen sich im Moment immer aus 4 Dingen zusammen. 2 Skins, ein Graffiti und ein Sticker. Es gibt dann immer 4 Gewinner. Und ja, also da kann man eben 4 Leute glücklich machen. Zack. Dieses Knife ist mal wieder was Größeres, was ihr euch auch wirklich redlich verdient habt. Denn in den letzten paar Tagen haben einige so viele Subs verschenkt und so viele Leute gesubbt, dass wir einen neuen Emote-Platz frei hatten. Und da haben sich ja ganz viele gewünscht, hey, geil, hast du dann vielleicht mal einen Sohn, also ein Gut-Knife oder ein Flip-Knife oder oh ja, mit Stat-Track. Und ja, das ist das Knife, das ich halt finden konnte. So ein schönes Steady-Track. Rust-Code, ich weiß, Rust-Code ist nicht für jeden was, aber einfach geil, ist einfach geil. Falls jetzt hier ein paar dabei sind, die sagen, oh nein, ich kann gar nicht zu den Livestreams kommen, auf YouTube gibt es ja auch noch Giveaways, unter anderem aktuell die USPS Orion, ja. Also wenn ihr da noch nicht wisst, wie der Hase läuft, schaut euch das Video an, ich werde es hier verlinken. Da ist irgendwo ein I, links oder rechts oben. Ich bin immer wieder spiegelverkehrt in der Kamera und weiß da nicht, wo oben und unten ist. Also eigentlich, ich zeige gerade nach links und es ist auch links oben. Das heißt, ich habe mich einmal gespiegelt. Ich fasse in meine rechte Gesichtshälfte und einmalig gespiegelt wäre dann halt, dass meine Hand... ja, also oben links ist da ist so ein I, wo ihr draufklicken könnt. Da ist die Playlist immer verlinkt. Also wirklich in jedem Video verlinke ich immer die Playlist zu dem aktuellen Video, das man da gerade sieht. Und eben halt irgendwas Besonderes. Entweder die letzte Folge, was es nicht zwingend besonders ist, oder ein Giveaway. Und manchmal noch eine Umfrage. Ich freue mich schon sehr auf den 9.5., denn da ist, wie gesagt, unser neues Internet am Start. Und da sollte es zumindest sein. Man weiß ja, nee, wie es umgesetzt wird. Am 9.5. schließt uns der Techniker am Verteilerkasten frisch an, beziehungsweise um. Na, wir hängen gerade noch an dem alten Firlefanz und haben halt diesen LTE-Boost-Hybrid-Router. Eigentlich nur eine 16K-Leitung, ne? Einfach eine 16K-Leitung, aber mit Hybrid. Und dadurch bekomme ich halt 30.000 Down und 30.000 Up hin. Aber es ist halt über LTE geboostet und eher flackerig. Also das ist nicht wirklich stabil. Nicht so stabil wie eine richtige Leitung. Mit bis zu 250.000 Down und bis zu 40.000 Up. Ich hoffe, dass die Zahlen so ungefähr erreicht werden. Beim Download ist es mir fast egal. Ich arbeite im Moment mit 30.000. Das hat mir vollkommen gereicht. Ich freue mich, wenn es auf 100, 150 oder 200 oder sogar 250 ist. Wobei ein bisschen Schwund ja immer ist, weil man hängt dann zwar am Glasfaser oder an dem neuen Verteiler, wo das Glas ankommt, das Glasfaserkabel. Und dann läuft es aber über Kupfer zu uns ins Haus. Ich hoffe vor allem, was mir extrem wichtig ist, dass der Upload halt passt. Es wäre sehr bitter, wenn ich da Schwund hätte. Das heißt, also wenn ich weniger Upload hätte wie jetzt. Wobei natürlich eine 20 oder 30.000er Upload-Leitung stabil wahrscheinlich trotzdem besser ist, wie eine 30.000er mit LTE, die halt so hoch und runter geht und zappelt. Ich bin bei sowas immer sehr pessimistisch. Ich habe einfach Schiss, dass das Aktuelle, auf das ich mich eingestellt habe, dass das verändert wird. Ihr wisst ja, ich bin sehr beständig und ich möchte gerne einfach für immer so arbeiten, wie ich arbeite. Natürlich habe ich es gerne leichter oder besser. Aber nur, wenn ich auch die 100%ige Garantie habe, dass es wirklich besser ist. Ich habe mit Balan schon drüber gesprochen und er hat dann auch wieder gesagt, ich soll mir nicht so einen Kopf machen. Das passt schon, das wird schon. Soweit, so gut. Ihr wisst Bescheid, in den Livestreams, das Live-Giveaway, bum, bum, bum. Kommt dran, kommt an der Speckes, Ausrufezeichen Giveaway eingeben, da ist alles erklärt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, also bis jetzt in 3 Minuten oder sowas, weil um 18 Uhr geht der Stream los. Ciao, ciao.